Wir sind heute hier jetzt bei Moorgarten im Kanton Zug bei Oberäger in der Nähe. Start it up! Wenn du neu bist auf dem Kanal, würde ich mich freuen, wenn du den abonnieren würdest. Mein Name ist Matthias Blattmann. Ich gebe dir Tipps und Tricks rund ums Thema Fotografie und für dein eigenes Business. Ich habe gedacht, das ist perfekt für einen Test für Sony Alpha 99-2 und Alpha 9 mit dem 16-35mm. Wir schauen jetzt hier an dieser Position, wie wir das am besten kombinieren können. Ich habe die beiden Kameras hinten bereits ausgerichtet und zwar sind die so ausgerichtet, dass sie schön den Hintergrund im Fokus haben, die ganzen Berge und vom See sehen wir auch noch ganz viel. Ich nehme euch gerade schnell mit, dann seht ihr, wie ich das eingerichtet habe. Ich habe jetzt hier die beiden Kameras. Vorne dran sehen wir Sony Alpha 9. Hinten dran ist meine eigene Kamera Sony Alpha 99-2. An dieser Stelle schnell ein kleiner Hinweis. Das Video ist nicht gesponsert, aber ich habe grosszügigerweise das Material von der Sony zur Verfügung bekommen für den Test. Wie stelle ich meine Kamera ein, um die perfekten Naturfotos zu machen, wenn die Sonne scheint? Noch schnell zu den Einstellungen. Ich habe beide Kameras gleich eingestellt. Ich habe beide auf ISO 100 da, den Weissabgleich auf Sonne. Die Verschlusszeit habe ich auf 1,250 gestellt. Nachher haben wir das Foto gemacht bei f8.0. So haben wir die optimale Vergleichsmöglichkeit. Ich würde sagen, wir machen einfach gerade mal ein Foto bei 16mm, dass man so den Unterschied sieht. Und es nimmt mich Wunder, ob man wirklich beim ersten Klick schon einen riesen Unterschied sieht. Beim ersten Foto haben wir jetzt nicht einen riesengroßen Unterschied gesehen, respektive du siehst vielleicht nachher erst am PC. Was ich kann sagen, die Alpha 9 hat extrem schnell ausgelöst. Du hast auch nicht das laute Klacksen, das du bei der 99-2 hast. Und das Klacksen habe ich sogar extra eingestellt. Als ich die Kamera nämlich das erste Mal frisch übernommen habe, habe ich gemerkt, dass ich schon lange auslöse. Und das Klicken hören wir ja nicht bei der 9er Serie oder bei der 7er Serie. Und dann habe ich mir das zuerst mal wieder eingestellt und einprogrammiert, weil ich mich irgendwie gewöhnt bin, wenn es Klick macht, ist das Foto gemacht und vorher nicht. Frage vom Video. Welches Objektiv tust du bevorzugen, wenn es um Naturfotografie geht? Hast du ein 16-35 oder ist ein anderes Objektiv dein Favorit? Schreib es doch bitte in die Kommentarfunktion rein. Ich bin mir sicher, du kannst auch ganz vielen anderen Fotografen mit dem Tipp weiterhelfen. Wenn wir nachher die beiden Objektive gerade nebeneinander anschauen, ihr seht hier auf der vorderen Seite haben wir das G-Master Objektiv. So ist es bei 16mm, so bei 35. Und jetzt seht ihr den Unterschied, wo bei dem Zeiss, den ich jetzt hier habe, auf der Alpha 99-2. Das bewegt sich überhaupt nicht. So ist es auf 16mm, so 35. Die ganze Fokusgeschichte passiert eigentlich im Objektiv innen, wo da nachher außerhalb vom Objektiv ist. Ich musste gerade schnell eine Pause machen. Die Killerglocke läutet am Sonntag so lang. Vielleicht schnell, wenn du dich fragst, warum vergleiche ich genau diese beiden Objektive. Für mich sind das die zwei Objektive, die ich immer studiert habe. Soll ich die Kamera wechseln? Soll ich das Objektiv wechseln? Und für mich sind die zwei so ein bisschen in der Konkurrenz oder im Vergleich gestanden. So vom Handling. Das Zeiss ist halt schon ein bisschen schwerer, das G-Master eher leichter. Und ich weiß nicht, wie das dir geht, aber bei mir, ich habe schon gerne so etwas in der Hand, etwas mit etwas Gewicht, das etwas robust ist. Beim G-Master hätte ich jetzt schon etwas Angst, obwohl es angenehm ist, etwas mit weniger Gewicht unterwegs zu sein. Aber ich denke, wenn das nehmen wir es an oder wenn das nehmen wir es ankommt, je nachdem ist es nachher etwas schneller kaputt. Ich weiß es nicht, es ist nur eine Behauptung. Vom Material her tut mich das Zeiss auch etwas robuster. Es ist etwas feiner beim Fokusring, das andere geht recht gering. Von der Länge her ist auch das Zeiss ganz wenig kürzer, das G-Master ist hinten dran ein bisschen länger.
Wir haben nachher von der Linsengröße beim G-Master 82mm, beim Zeiss haben wir 77mm. Ich muss nachher schauen, was die anderen G-Master Objektive haben. Was ich geschätzt habe beim 77mm, du hast nachher die ganze Produktpalette vom 24-70, 16-35 und 70-200, wo du überall die 77mm hast. Es würde mich freuen, wenn ich dir mit dem Video helfen konnte, das richtige Objektiv finden für deine Naturfotografie. Und zum vielleicht einmal darüber nachdenken, soll ich meine Kamera behalten? Soll ich mir ein neues System zutun? Die Alphonine ist wirklich um einiges leichter, auch mit dem Objektiv zusammen. 99-2 schon eher schwerer mit dem ganzen Zeug dran. Aber sie fühlt sich super in der Hand an. Ich würde mich freuen, wenn ich dir mit dem Video helfen konnte, die richtige Kamera und das richtige Objektiv für dein Projekt zu finden. Ich freue mich, dich das nächste Mal wieder zu sehen. Tschüss.